Tradition Ignis, habe ich jetzt gelesen, gibt es seit 1984. Damals sah die Welt noch ein bisschen anders aus. Auch die Gräben zwischen unseren Ländern waren noch größer. Es gab schon damals eine Städtepartnerschaft mit Katowice, aber die war nicht lebendig richtig. Aber mit dem Wegfall der Grenzen sind die Kontakte, der Austausch immer größer geworden. Und heute stellt Polen aus der Sicht vieler Deutscher ein Land dar, einen Staat dar, der aufstrebend ist, der verlässlich ist, bei denen wir sehen, wie wirtschaftliche Entwicklung und kulturelle Vielfalt sich begegnen. Und ich glaube, vor dem Hintergrund all der Diskussionen, die wir über das zusammenwachsende Europa, über die europäische Finanz- und Schuldenkrise haben, im Verhältnis zwischen Deutschland und Polen hat sich sehr, sehr viel stabilisiert. Das ist meines Erachtens ein ganz gutes Zeichen, wenn man zurückdenkt, dass das Verhältnis Deutschland, Frankreich eine lange Zeit gebraucht hat, um sich positiv und sehr freundschaftlich zu entwickeln. So ist es auch das Verhältnis zu den Polen und zu unseren polnischen Landsleuten, die hier in Köln und in Deutschland wohnen. Also ich kann nur sagen, viele, viele von uns blicken mit großer Freude und Hoffnung auf das Land jenseits der Weichsel. Und ich glaube schon, dass wir vieles haben, was uns verbindet. Und das ist nicht nur die Wirtschaft, das sind nicht nur die Menschen, die etwas anpacken, die bereit sind, auch Engagement zu zeigen, sondern sind auch die Kulturschaffenden. Natürlich gibt es eine lange internationale Tradition im Chopin-Jahr, dass wir im letzten Jahr auch im Generalkonsulat so wunderbar haben feiern können. Und ist ja ein Zeichen dafür, dieses zusammenwachsende Europa, aber auch viele, viele andere Künstler, die zusammenkommen. Und heute ist es auch so etwas, dass wir Kunst von polnischen Künstlern, die schon lange in Köln wohnen und lange in Köln leben. Ich habe es mitbekommen, dass die heute ausstellen, dass sie nach Köln gekommen sind und nicht wieder weggegangen sind. So habe ich es dann wenigstens mitverfolgen können. Ist auch ein gutes Zeichen, dass wir zeigen in Köln hier, dass wir Menschen, die zu uns kommen, mit offenen Armen aufnehmen und auch deutlich machen, wie gern wir auch aus unterschiedlichem kulturellen Hintergrund zusammenleben. Wir haben vor wenigen Tagen so eine Präsentation gehabt, wie denn in Zukunft, wie wir denn von außen gesehen werden, so bei der Markenbildung für Köln. Ich weiß nicht, ob Sie das in den Medien verfolgt haben. Und da waren zwei Dinge, drei Dinge, die maßgeblich waren. Das eine war die starke Wirtschaftskraft, die von außen, von Unternehmern aus der ganzen Welt mit uns Köln hier verbunden wird. Das zweite ist das, was auch nahe liegt, unser Lebensgefühl, die Fröhlichkeit, die die Menschen ausstrahlen hier. Und ein wichtiger Punkt war das Thema Internationalität. Das bei aller Freude über das Kölsche, aber wir doch eine Ausstrahlung haben ins Internationale hinein. Über unsere Messe, also in ganz besonderer Weise, aber auch über viele Kongressteilnehmer, die aus dem Ausland, aus der ganzen Welt zu uns kommen. Und deswegen müssen wir diese Internationalität in ganz besonderer Weise hochhalten und verdeutlichen, dass wir uns als Kölner nicht um uns selbst kreisen, was tun wir ja sehr gerne, sondern dass wir auch den Blick über die Mauern und weit in andere Länder, weil wir von vielen, vielen anderen Ländern ganz viel lernen können. Und diese Internationalität spiegelt sich wieder auch in Ihren Aktivitäten, was Ignis anbelangt. Ich weiß, es ist nicht immer einfach, alles finanziell zu stemmen. Wir haben darüber gesprochen und wenn es Hilfestellung gibt, umzusetzen und einzufordern, dann hilft, und das wollte ich gerade sagen, man muss den Bogen wiederfinden. Ne? Wenn es darum geht, Ignis zu unterstützen und die völkerverbindenden, die internationale Ausstrahlung zu unterstreichen, dann hilft diese
Markenbildung, die wir haben, was viele Institutionen, die international orientiert sind, dass die eine größere Chance haben in unserer Stadt als andere, die sich mehr nur um Karneval und so weiter, das alles schön und gut ist, aber die Internationalität, die müssen wir in unserer Stadt stärken, weil das gut ist für unsere Entwicklung, für die Wirtschaftsentwicklung, die Wissenschaftsentwicklung, ausländische Professoren und Gastforscher, die zu uns kommen, die müssen sehen, sie sind hier herzlich aufgenommen und wir schotten uns nicht ab, sondern wir freuen uns sogar, wenn sie zu uns kommen. Und deswegen brauchen wir die Internationalität und deswegen brauchen wir auch solch eine Institution wie IGNIS. Vielen Dank. Oder machen Sie das, Frau? Das macht jemand noch. Machen Sie das gleich? Okay, gut, dann machen wir es nicht doppelt, sondern ich halte das dann für mich und überprüfe, ob alles richtig ist. Ja, danke, Herr Oberbürgermeister. Das ist immer schwierig, nach Ihnen zu reden. Ich helfe mir das auch mit kleinen Zetteln und mit der Brille auch, ja. Damit ich niemanden vergesse und keine Zeile verpasse. Droga Pani Dyrektor, może tak zacznę od przywitania naszej gospodyni. Liebe Frau Andrzejewska, liebe Herr Oberbürgermeister, liebe Künstler, ich begrüße Frau Urszula Gołaszewska, Herrn Herbert Labuzga und Herr Ralf Mazura, oder Mazura auf Deutsch. Und auch freue mich, dass ich heute auch hier endlich mal persönlich und bei so einer Veranstaltung Herr Patz-Pomarnacki begrüßen darf. Sehr geehrte Damen und Herren, Szanowni, mili Państwo, ich bedanke mich herzlich für die Einladung zur neuen Edition der Ausstellungsreihe Coincidence, also Zusammentreffen in Köln. Ich freue mich, Sie alle, meine Damen und Herren, wieder im Europäischen Kulturzentrum IGNIS begrüßen zu dürfen. Es ist wohl kein Koinzidenz, kein Zufall, dass wir uns heute hier treffen. Die Stadt Köln ist nicht nur in den Karnevalsliedern multikulturell. IGNIS wiederum ist seit über 28 Jahren, das haben Sie auch, das Jahr 84 habe ich nicht gewusst, eine wichtige Begegnungsstätte der Kulturen, eine Brücke zwischen Ost und West. Die interkulturelle Kommunikation, Kulturaustausch sowie Integration von Migranten und Aussiedlern stehen ganz oben auf der Prioritätsliste von IGNIS, aber auch von der Stadt Köln. Die Villa IGNIS und die Stadt Köln, zwei Begriffe, die, liebe Frau Andrzejewska, liebe Herr Rotas, untrennbar zusammengehören. Und das ist auch gut so und ich hoffe, es bleibt noch weiter. Meine Damen, meine Herren, vor zwei Wochen sind wir im Rahmen einer Konferenz, zwei Brücken in Dortmund, der Frage nachgegangen, wie polnisch ist NRW? Wie viel Polen steckt in der hiesigen Geschichte, Tradition, Wirtschaft, Kultur? Wie viel Polen steckt im NRW-Alltag? Am Ende erscheint uns die Frage fast schon rhetorisch. Polen haben das Leben am Rhein und an der Ruhr geprägt und tun es weiter. Auch hier in Köln, wo sich Rot und Weiß, ist das richtig? Ja. Und Weiß und Rot perfekt ergänzen. Und manche fragen mich, warum ist unsere Fahne so verkehrt oder umgekehrt. Die Polen denken, das ist die Fahne am Rathaus, ist ein polnischer Besuch. Aber ist es wieder verkehrt, die polnische Fahne? Es ist daher kein Koinzidenz, kein Zufall, dass wir heute Künstler begrüßen, die ein kölsch-polnisches Leben am Rhein führen. Künstler, die in ihrer Arbeit die beiden Kulturen ineinander fließen lassen. Ein Beispiel. Könnten Sie sich, lieber Herr Oberbürgermeister, noch den Rosenmontagzug ohne den Wagen von Herbert Labuzga vorstellen?
Übrigens, ich war schon zweimal bei dem Karneval und keiner hat mir gesagt, dass es von ihm die Lagen verschmückt oder gebaut worden sind. Sehr geehrte Damen und Herren, ich danke allen, die sich hier in Köln tagtäglich für den deutsch-polnischen Austausch einsetzen. Allen, voran Frau Andrzejewska und ihrem Verein IGNIS. Sie, meine Damen und Herren, und ich schätzen die Arbeit von IGNIS sehr. Heute freuen wir uns an der Kunst und später der Musik. In wenigen Wochen erwartet uns eine weitere lange Nacht der polnischen Literatur. Es ist quasi ständig etwas los hier in Villa IGNIS. Hier ist jedes Jahr ein Polen-NRW-Jahr. Dafür gilt Ihnen erneut mein Dank. Zugleich freue ich mich, dass wir, lieber Herr Rotas, heute gemeinsam die Ausstellung eröffnen können. Wir sind stets dankbar für Ihre Unterstützung, ich meine die Stadt auch Köln. Sie waren uns auch jahrelang persönlich ein guter Nachbar gewesen. Neuerdings sind Sie jetzt in die Nachbarschaft von IGNIS gezogen. Scheinbar haben die Kölner Villen, Neue Burg und IGNIS, die deutsch-polnischen Begegnungsstätten, eine besondere Anziehungskraft für Sie. Ich hoffe, dass wir doch die Nachbarschaft in Marienburg behalten. Dass diese Hoffnung besteht noch weiterhin. Ich glaube, dass Frau Andrzejewska Sie, den neuen Nachbar, mit großer Freude immer wieder in Ihrem Hause begrüßen wird, auch mit Freunden. Nun, meine Damen und Herren, lassen Sie uns die Kunst genießen und in die multikulturellen Gespräche einsteigen. Ich wünsche Ihnen dabei gute Unterhaltung und ich darf jetzt um das Wort in die Einführung in die Kunstwerke Herr Platz und Herr Platz, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Rütters, sehr verehrte Frau Generalkonsulin Kozłowska, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde des IGNIS und der Kunst. Diesmal fangen wir mit der dritten Ausstellung aus der Reihe Koinzident ein bisschen später als sonst an, am Ende September. Sommerabenteuer sind schon längst vergessen. Kulturbetrieb in Köln läuft auf Hochtouren. Es passiert sehr viel Sehenswertes in der Stadt heute. Wahnsinn! Man kann nicht überall sein, man muss sich entscheiden. Der Kuchen ist üppig. Die Frage ist nur, wo sind die Besten? Rosinen. Sie haben sich richtig entschieden. Richtigen Überangebot, das Richtige zu finden, ist schwer. Da muss man schon eine Supernase haben. Natürlich gibt es fantasielose Nörgler, die bezweifeln, dass eine Nase riechen kann, was zu sehen und hören ist. Naja, normalerweise vielleicht nicht, aber ihre können das. Beweis dafür sind Sie selbst. Also ich verneige mich vor Ihren phänomenalen Riechorganen und freue mich, Sie bei der Eröffnung der Ausstellung begrüßen zu dürfen. Ich grüße Sie wie immer herzlichst. Es lohnt sich wirklich, heute hier zu sein. Wir haben eine interessante Ausstellung mit Arbeiten von drei bemerkenswerten Künstlern vorbereitet. Erlauben Sie mir bitte ein paar Bemerkungen dazu. Ich werde mich wie immer kurz fassen. Versprochen. Links von Ihnen sehen wir Arbeiten von Ralf Mazura. Und ihn sehen wir hier. Zeigen Sie sich. Wo ist er? Bei uns in IGNIS der echte, unverfälschte Ralf Mazura. Ralf Mazura, meine Damen und Herren, ist sehr konsequent. Und die Bilder, die wir für Sie ausgesucht haben, sind für seine jetzige Arbeitsweise weitgehend repräsentativ. In seiner Entwicklung bewegt er sich immer in eine Richtung.
mit vielen anderen natürlich, Pirouetten, Variationen und Wendungen, denn die Richtung lässt sich nicht so eindeutig feststellen. Er spielt mit allem, was ihm in die Hände fällt. Und das macht ihm Spaß. Das sieht man doch, nicht? Seine Collagetechnik erlaubt ihm, alles zu verwenden. Abstrakte Muster, technische Zeichnungen, Undefinierbares oder Fotos. Alle Einzelteile entfernt er aus ihren angestammten Positionen, bearbeitet das Entnommene und steckt es in einen ganz anderen Kontext des Bildes. Dort fungieren sie anders im Verhältnis zu den anderen Motiven des Bildes. Die bedeuten hier etwas ganz Neues. Natürlich bringen sie alles Eigene in das Bild mit, aber plötzlich herrschen andere Regeln und alles kann alles, sogar sein Gegenteil, bedeuten. Als ob wir bestimmte Antworten für absolut offensichtlich gehalten hätten und jetzt bekommen unsere absolut wahrhaftigere Antworten ganz andere Fragen. Und das macht ihm Spaß. Er will nur spielen, würde man sagen, wenn der Spruch nicht schon von Kinologen und Kinophilen, also Hundekenner und Freude, gepachtet wurde. Und so harmlos sind seine Spielen auch wieder nicht. Er jongliert mit Begriffen unseres gemeinsamen Bewusstseins. Er verunsichert uns und stellt uns vor einem Rätsel. Na gut, wir nehmen die Aufforderung an. Wir sind bereit, eine Lösung zu finden. Und wir haben keine Chance. Es gibt nämlich, glaube ich, überhaupt keine Lösung, die man finden könnte und sollte. Er ködert uns mit sorgfältigen Ästhetik seiner Bilder. Es sind keine spontane Eruptionen von Einfällen und Emotionen. Sie sind komponiert wie Musikstücke. Die komplizierten Rhythmen der Motive organisieren das ganze Bild und füllen die ganze seine Fläche. Wie die Musik, die den ganzen Raum vollständig füllt und lässt trotzdem genug Platz für die Fantasie und Assoziationen des Zuhörers. Die einzelnen Bestandteile des Bildes dringen sich gegenseitig durch, um in einem Gleichklang zu erscheinen, wie in der Musik. Und wir versuchen in dieser harmonischen Einheit, die eine einzig richtige Lösung zu finden, die es nicht gibt. Aber ich glaube, dass es nicht darum geht, dass wir sie finden. Wir sollen nur suchen. Rechts von Ihnen sehen wir Arbeiten von Urszula Gołaszewska. Wo ist sie? Urszula Gołaszewska ist in erster Linie Modedesignerin. Das erklärt auch die Schneiderpuppe als Modell und Hauptdarstellerin auf ihren heute präsentierten Fotos. Sie ist ihre alltägliche Umgebung. Und in der Alltäglichkeit ist alles rundherum schon eigentlich gezähmt, gekämmt und verblasst. Man achtet nicht mehr auf die Gegenstände, um die man ständig stolpert. Man nimmt sie nicht richtig wahr. Sie sind gerade noch gut genug, um sie leicht übersehen zu können. Was kann man Neues, Interessantes in einem Gegenstand entdecken, den man schon auswendig kennt? Eigentlich nichts. Es lohnt sich sicherlich nicht, darüber nachzudenken. Man bedient sich eines Werkzeuges doch ganz automatisch. Man konzentriert sich auf Ziele, die man erreichen will. Egal, ob es ein Schraubenzieher, eine Werkbank oder eine Schneiderpuppe. Solange ein Hilfsmittel in Ordnung ist und keine Probleme bereitet, ist es kein Thema. Stimmt das doch, oder? Natürlich stimmt das. Das absolut. Aber die Fotos von Urszula Gołaszewska widersprechen dem doch vollkommen. Da muss man über eine solide Portion Neugierde, Sensibilität und Vorstellungskraft eines Kindes verfügen, um sich so etwas ausdenken zu können. Eine gewöhnliche Schneiderpuppe, ausgerüstet mit einem papiernen Plättchenpanzer, fast wie die antiken mongolischen oder chinesischen Krieger. Dazu eine Handvoll Papierwürfel vor dem pechschwarzen Hintergrund
Und schon sind wir vom Geheimnisvollen umgeben. Sie spielt mit uns. Sie will, dass wir die Geheimnisse spielen, wie die Kinder, die einen dunklen Keller bereitwillig mit unzähligen Gespenstern befüllen. Sie will nur spielen, würde man sagen, wenn nicht die Kinologen sie wissen. Sie inszeniert für uns ein geheimnisvolles Märchen. Da ist alles durchdacht, damit unsere urmenschlichen oder kindlichen Ängste wieder erwachen können. Und es funktioniert. Wir spüren es. Eine sehr wichtige Rolle spielt dabei die Beleuchtung und dadurch die scheinbare Dreidimensionalität der Darstellung, die eine mächtige Tiefe suggeriert, in der alle die Gespenster sich drängen und ungesehen lauern können. Man sieht sie nicht, aber sie sind da, ganz bestimmt, in dieser dunklen, betonten Dreidimensionalität. Bestimmt haben Sie schon die bunten Objekte im Garten vor der Villa gesehen. Natürlich, sie sind nicht zu übersehen. Das sind Objekte von Herbert Lambusga. Und ihn haben wir auch hier, meine Damen und Herren. Wo ist er? Meine Damen und Herren, der Ecke. Ihn in Köln vorzustellen, ist eine ziemlich seltsame Sache. Er ist sehr vielseitig. Der Absolvent der legendären Kennerschule in Zakopane, die für die sogenannte Werkstattkenntnisse, also höchste Fertigkeiten in verschiedenen Materialien berühmt wurde, malt, zeichnet, macht kleine und große Skulpturen und Objekte. Mit einem Wort fast alles. Und ich kann um vieles wetten, dass jeder Kölner, aber nicht nur Kölner, etwas von Ihnen schon gesehen hat. Sie ahnen schon, klar. Ich würde schon sagen, jeder weltweit, der einen Fernseher besitzt, hat schon etwas von Ihnen gesehen. Seit vielen, vielen Jahren fertigt jedes Jahr einige von Wagen des Rosenmontagszuges. Wir alle haben es schon gesehen. Natürlich, so ein Karnevalwagen hat eine eigene eigenwillige Poetik vorzuweisen und hat mit seinen ernsthaften Anstrengungen in der Kunst nichts zu tun. Aber er beweist seine Fertigkeiten und riesengroße Popularität seiner Anonymität, meine Damen und Herren. Die Objekte hier sind speziell für diese Ausstellung, also für Sie, gemacht worden. Sie behaupten sich im Garten eindringlich, mit einer Selbstsicherheit ohnegleichen. Sie ordnen ihre Umgebung neu und führen neue Hierarchien ein, mit sich selbst an der Spitze. Es ist klar, was man als Erster sieht und was erst später, fast überhaupt. Eine der Formen ist sogar drehbar. Sie ändert sich, man darf sie anfassen. Und diese freche Farbigkeit, ist das nicht von allem Guten zu viel? Zweifellos. Eindeutig zu viel, um ein ernstes Vorhaben zu mimen. Nehmen Sie bitte diese Objekte nicht zu tierisch ernst. Betrachten Sie sie als Spielzeuge. Er will noch spielen, würde man sagen. Sie wissen schon. Natürlich sind diese einfachen Formen und ihre Farbgebung mit einem Kinderplatzhintergrund provokativ scherzhaft gemeint. Er lädt uns zum Mitspielen ein. Versuchen wir. Was ist ihm wichtig in diesen Skulpturen? Sind die bemalten, löchrigen, in den bemalten, löchrigen Metallplatte die Löcher, wo nicht ist das Wesentliche? Oder der Rest vom Metall zwischen den Löchern? Ist die löchrige Platte überhaupt eine Skulptur, wenn sie doch völlig flach, also zweidimensional ist? Oder ist die drehbare Form noch da präsent, wo sie noch vor einem Moment war, wenn sich ihre Position geändert hat? Und so weiter, immer ernster. Aha. Es wird wieder nicht so harmlos wie versprochen, wenn man sich mit der Sache ein bisschen näher beschäftigt. Drückt diese Leichtigkeit der Spielzeuge und Spielen doch? Meine Damen und Herren, es freut mich ungemein, dass wir drei Künstler für diese Ausstellung gewinnen konnten, die gerne spielen.
mal mehr, mal weniger bewusst geplant, aber gerne. Ich konnte nur einige Aspekte ausgestellten Arbeiten skizzenhaft ansprechen. Ich habe Ihnen versprochen. Und das sind nur meine persönlichen Eindrücke. Jeder kann sich auf seine ganz individuelle Weise an die Werke nähern. Und wenn Sie etwas Autorisiertes erfahren wollen, wie kann man das besser als von dem Künstler selbst? Nutzen Sie die Gelegenheit. Alle drei Künstler sind hier, mitten unter uns. Und das heißt auch, dass wir im Überzahl und Sie von uns umzingelt sind. Nutzen Sie die Gelegenheit. Fragen Sie sich hart, unnachgiebig, unbarmherzig aus. Die Umstellten haben keine Fluchtmöglichkeiten, dafür haben wir schon gesorgt. Sie werden alle Ihre Antworten, Fragen beantworten müssen und Sie werden das gerne tun. Alle ausgestellten Exponate kann man käuflich erwerben. Sie wissen, der ganze Preis geht direkt an die Künstler und das kann sich im Preis widerspiegeln. Nutzen Sie auch diese Gelegenheit und kaufen Sie die Werke. Nur zu. Aber das ist noch nicht alles, was wir heute für Sie haben. Im Flur läuft gleich die Projektion von Filmen von heutigen Studenten der legendären polnischen Filmhochschule in Lodz. Viele Jahre war sie die einzige Filmhochschule in Polen und deshalb fast alles, was Sie von polnischen Filmen gesehen haben, haben Absolventen dieser Schule gemacht. Schauen Sie in die Zukunft des Kinos. Vielleicht entdecken Sie irgendwann später, was Sie heute zu sehen bekommen. Und das ist noch nicht alles für heute. Als Umrahmung der heutigen Vernissage spielt Schau Bau Akustik Plus mit Jan Ganach zusammen ein Konzert. Also genießen Sie die Kunst und die Musik, befragen Sie die Künstler, kaufen Sie sich die Werke, schauen Sie in die Zukunft des Kinos. Mit einem Wort, amüsieren Sie sich prächtig und ohne Eile, denn das Ende der Veranstaltung ist wie immer offen. Ich wünsche Ihnen einen gelungenen Abend und ich danke Ihnen. Sehr schön.